Ihr seid wieder richtig. Bei Britta schmeckt's am besten. Hallo, ihr Hasen. Es gibt heute einen Rote-Bete-Salat mit roten Linsen. Also, der kommt bei uns echt mega gut an. Auch bei Leuten, die irgendwie sagen, so gesund, Linsen mag ich nicht, Rote Bete, ja, muss auch alles nicht sein. Glaubt mir, probiert ihn aus. Er ist richtig gut. Er ist halt nicht so mächtig und schwer. Den kann man gut zum Grillen mitnehmen oder zum Fischessen. Echt super. Ich schwitze die Linsen so ein bisschen an mit Kurkuma und Curry. Das gibt vorher schon so richtig eine gute Note. Und dann löscht ihr das mit Brühe ab. Und ja, dann kochen die so langsam vor sich hin. In der Zeit könnt ihr die rote Beete in Würfel schneiden. Ich habe da wieder meine kleine Zaubermaschine. Zack, zack, ratzfatz. Fertig. Ja, und viel mehr ist es auch nicht. Da wird jetzt ein leckeres Dressing gemacht und dann ist der Salat schon fast fertig. Ich habe es lieber ein bisschen saftiger, den Salat. Deswegen hebe ich auch immer noch ein bisschen von diesem Rote-Bete-Saft, der in der Verpackung ist, auch mit auf. So, das kommt jetzt zusammen mit Senf, Honig, Essig und Öl. Salz und Pfeffer gut vermischen, Öl zum Schluss langsam rein laufen lassen, gut verrühren und dann ist unser Dressing schon fertig. So, da kommt jetzt die rote Beete und die Linsen rein und dann kommt nur noch Schnittlauch und Zwiebellauch drüber. Gut verrühren und dann ist der leckere Salat schon fertig. Glaubt mir, der kommt echt gut an. Ihr könnt ihn auch ein bisschen mit Bulgur mischen oder nur Bulgur und rote Beete oder Linsen, Bulgur, rote Beete. Schmeckt super. Glaubt mir, lasst mir mal einen Kommentar da, wenn ihr den gemacht habt. Und wäre schön, wenn ihr mir ein kostenloses Abo dalasst und das Glöckchen aktiviert. Dann kriegt ihr immer mit, wenn ich was Neues gemacht habe. So, dann viel Spaß beim Nachmachen und Verputzen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Video.